Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, Emma Vogel. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, Leute, denn Leute, schaut mal, wo ich bin. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Das ist so witzig, Leute. Ja, hier bin ich. Tatsächlich, ich bin nämlich heute nicht ich selbst, sondern verkleidet als Polizist Barry. Ist das nicht cool, Leute? Und auf jeden Fall bin ich hier im Gefängnis gerade, wie ihr sehen könnt. Und dort drüben steht der echte Polizist. Aber ja, wir sind hier auf jeden Fall alle als Polizisten verkleidet. Und ich werde hier versuchen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Und dabei nehme ich euch mit. Los geht's! Okay, Leute. Ich war ja schon mal im Gefängnis, also mir kommt das ziemlich bekannt vor. Nur war ich da halt ich selber und nicht irgendwie Emma die Polizistin oder so. Oder verkleidet als Polizist. Als Polizist Barry, um ganz genau zu sein. So heißt der nämlich. Der ist nämlich ein ziemlich bekannter Polizist. Und oh mein Gott, ich muss so lachen. Wir sehen halt einfach alle komplett gleich aus, Leute. Oh, ich feiere das. Wow, ich bin einfach runtergefallen, Leute. Naja, vom Prinzip ist es auf jeden Fall so wie eigentlich in jedem Gefängnis. Also man muss hier die Hindernisse überqueren. Sollte halt nicht runterfallen, sonst fängt man halt wieder von vorne an. Und ja, man muss halt hier aufpassen. Und oh mein Gott, was ist das denn hier für eine Polizistin? Schnell, nichts wie weg hier, Leute. Wow, oh mein Gott, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ach, ich bin aber auch ein Tollpatsch gerade. Aber ich bin halt so aufgeregt. Und vor allen Dingen ist es halt total ungewohnt, irgendwie so groß zu sein. Und dann auch noch so als Polizist verkleidet. Also, das ist irgendwie echt witzig, Leute. Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich hier im nächsten Raum angekommen. Und, welcher Polizist ist jetzt der echte Polizist? Naja, wie auch immer, aber ich muss aufpassen. Okay, ich glaube, jetzt läuft er gerade weg. Oh nein, der hat mich gesehen, aber hier ist doch ein Knopf, den muss ich drücken und, hallo, Polizist Barry. Ich bin eigentlich Emma Vogel und sehe heute aus wie du. Der hat mich hier auf jeden Fall jetzt zurückgeschickt, weil der hat mich eingefangen. Aber, okay, jetzt hat er mich schon wieder entdeckt. Ich muss hier auf jeden Fall ganz schnell vor ihm weglaufen. Vielleicht am besten hier rüber und wow, okay, tschüss Polizist Barry, immerhin bin ich halt immer noch Emma Vogel und deswegen bin ich auch schneller wie du, wow, okay, oh mein Gott, Leute, das ist so komisch, weil als Emma bin ich halt viel kleiner und so als Polizist Barry bin ich halt irgendwie voll riesengroß und ich komme hier kaum durch, also das ist so ein bisschen schwierig und was ist denn hier los, eine Stinketoilette und oh mein Gott, okay Leute, ah hier aber eine Schaufel und jetzt nichts wie weg hier. Wuhu! Okay, ich bin im nächsten Raum angekommen, Leute. Und oh mein Gott, was ist denn das hier für ein cooler Raum? Der gefällt mir richtig gut. Schaut mal, wie süß hier die Sachen sind. Hier so eine Quietschente und so. Also, das ist ja mal wirklich untypisch für ein Gefängnis, oder, Leute? Aber auf jeden Fall will ich da nicht runterfallen, weil, Leute, schaut mal. Der Boden ist Lava. Also, da will ich nicht drin schwimmen gehen. Stattdessen gehe ich jetzt hier entlang. Und hier ist schon wieder so ein Hindernis. Also, da sollte man auch nicht reinfallen. Und dann läuft man hier entlang und was ist denn hier? Also kann man hier schwimmen und okay, nein, schwimmen ist hier wohl besser nicht angesagt, denn hier rollt irgend so ein Fels runter und will ich einfach überrollen. Seht ihr das? Ach, okay, jetzt aber ganz schnell weg. Hier ist eine Leiter, juhu. Okay, ich bin im nächsten Raum angekommen und oh nein, da ist schon wieder irgend so ein Polizist. Oh, vielleicht hier entlang. Oh, cool, hier ist ein Hebel, den betätige ich mal. Und oh mein Gott, oh mein Gott. Wo soll ich denn entlang rennen? Der ist irgendwie so schnell. Oh mein Gott, der verfolgt mich ja immer noch. Hilfe. Ach so, hier ist das Tor. Okay, da muss ich weiter, Leute. Und hier schnell hoch, die Treppen entlang. Wuhu. Okay, ich glaube, ich war jetzt schneller als der. So, im nächsten Raum. Und hier ist schon wieder ein Hebel. Dann nichts wie weg hier. Juhu. Oh Mann, Leute. Also ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen, dass ich einfach so als Polizist hier verkleidet bin. Das sieht irgendwie so witzig aus. Also das bin halt einfach nicht ich. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich meine, so der Beruf Polizist, das finde ich eigentlich ganz cool. Oh, cool. Hier gibt es Getränke. Oh, erstmal was trinken. Oh, okay. Was ist denn jetzt los? Oh, plötzlich bin ich so schnell. Huch, schaut mal, wie schnell ich bin. Und, wuhu, oh mein
ich fühle mich, als könnte ich fliegen. So viel Energie habe ich. Das ist ja so cool, Leute. Und jetzt hier nichts wie weg. Und alle mal aus dem Weg, denn hier kommt Emma Vogel als Polizist Barry oder so verkleidet, wie auch immer. Angekommen. Oh, das hat richtig viel Spaß gemacht. So, hier sind wir im nächsten Raum. Da sind irgendwelche Ventile, die so offen sind. Da kann ich doch nicht dran vorbeilaufen. Okay, die muss ich jetzt hier irgendwie schließen. Hier vielleicht? Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Und oh, da drüben habe ich gerade noch eins entdeckt. Und zwar genau hier. So nämlich. Und dann brauche ich nur noch das dritte. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt mal alles zu ist, oder? Ja, tatsächlich, Leute. Okay, zwei sind zu. Also ein Ventil schließe ich hier noch. Und dann kann ich hier ganz entspannt vorbeilaufen. So nämlich. Ups, ich habe meinen Kopf angestoßen. Upsi. Jetzt kann ich hier in den nächsten Geheimraum, also oder Geheimgang besser gesagt. Irgendwie ist da auf jeden Fall ein Weg scheinbar, aber ich komme da kaum rein. Also ich bin einfach so riesengroß als Polizist. Also das ist echt gar nicht so einfach. Ich muss sagen, als ich selbst, also als Emma Vogel ist das wesentlich einfacher. Aber oh mein Gott, was ist denn hier los? Plötzlich weht hier schon wieder so ein starker Wind und ich kann hier schon wieder so halb fliegen, Leute. Das macht so viel Spaß. Juhu, aus dem Weg. Hier kommt Polizistin Emma Vogel oder so, wie auch immer. Juhu, juppie, juppie, du. Yeah. Oh, komm schon, Polizistin Emma Vogel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon und... Jawohl! Wuhu! Oh Mann, ich habe schon gedacht, wir kommen hier nicht mehr weiter. Also ich bin ja einfach viel zu groß als Polizistin und... Also irgendwie, ich bin einfach gar nicht weitergekommen. Und warum fliege ich jetzt auf einmal, Leute? Oh mein Gott! Wow! Und wo bin ich jetzt? Schon im nächsten Geheimgang. Aber Leute, ich habe echt gedacht, wir müssen schon abbrechen. Aber oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind hier bei der Cafeteria angekommen. Das heißt, wir sind aus dem Gefängnis entkommen. Denn dort drüben ist schon der Ausgang, Leute. Oh, ich freue mich ja so sehr. Ach, das ist einfach so cool, dass ich verkleidet als Polizist hier aus dem Gefängnis entkommen bin. Wie cool ist das denn, Leute? Und trotzdem bin ich ja ich, also Emma Vogel. Also ihr wisst, was ich meine. Wie auch immer, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch so viel Spaß hattet wie ich. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Hey Leute, ich bin's, Julian Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch auch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind echt richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.